gleich los. Bartu! Boah, wer spammt denn da Poggers? So. Dann gucken wir mal. Oh, okay. Das ist, oh, nice. Das ist sehr interessant. Ich spiele auch selbst Wolf und deshalb kann ich da auf jeden Fall auch ein bisschen zu erzählen. Und ich mag Hero überhaupt nicht. Aber auch weil er einfach so unberechenbar ist. Was aber sehr cool an Hero ist, dass, glaube ich, die es sehr, sehr unterschiedliche Spielstile bei diesem Char einfach gibt. Eben weil durch das Menuing, der so viel Potenzial hat, so viele krasse, auch komische Sachen teilweise zu machen, also zumindest unkonventionell. Man darf gespannt sein, was Snow daraus macht, aber Sloth ist jetzt erstmal am Drücker, macht sehr schön Druck. Mit Wolf kann man natürlich ganz wunderbar das Neutral so ein bisschen mix-upen, indem man Laser schießt und dann aber auch mal wieder reinspringt und so. Und oh wow, Kaboom war das, glaube ich. Und Bounce, ja, Bounce ist natürlich ganz hervorragend. Jetzt sollte Sloth mehr auf Grab gehen. Oh, mit dem Snoof, da muss er aufpassen. Ja, da muss er aufpassen. Ah, da muss man tierisch aufpassen. Ich denke mir das immer so, dass wenn Hero schon so überlegend auf der Stage steht, dann versuche ich schon prinzipiell immer so zu recovern, dass ich eben nicht vor ihm lande. Weil dann können die ganzen Projektile halt ja auch nicht so treffen, wenn er was nach vorne schießt. Ja, krass. Und nach dem guten Start von Sloth ist jetzt Snow am Drücker. Sehr schöne F-Smash mit der Neutral B aufladen. So ein bisschen angetäuscht, dass er jetzt ja treffbar ist. Wow, krass, wie schnell das Ding fliegt, ey. Ja, Sloth verlässt sich ein bisschen zu sehr auf seine Laser im Moment. Wichtig ist halt das Mix-Up. Mix-Up ist alles in Smash. So, jedes, jede Option muss halt, darf nicht predictable werden. Oh, wow. Up B, out of shield sogar. Schöner Grab. Geht runter zum Aufladen. Wow, nicht schlecht, ey. Also Snow nutzt ja auch jede Gelegenheit, um ein bisschen aufzuladen und ein bisschen zu... Oh, wow, da hat er jetzt auch echt Glück mit dem Zoom. Schön abgedeckt von Sloth. Reicht aber noch nicht ganz. Und wir haben 3 zu 1... Wie... Der Wolf lag doch eben noch vorne. Was? Warum? Oh mein Gott! Okay. Ja, aber es reicht nicht mal, um es zu punchen. Aber jetzt eine schöne Upsmash. Endlich der erste Stock weg. Aber das wird natürlich jetzt sehr, sehr eng. Im Grunde, wenn er das noch holen will, muss er, ja, sehr, sehr, sehr vorsichtig spielen jetzt. Schön. Voll ab mit der Dash Attack. Muss auf jeden Fall mit seinen Aerials aufpassen, dass sie gut gespaced sind. Ja, Snow macht hier... oh mein Gott, ja, ja. Da muss man halt... Ja, so blöd das klingt, aber da muss man halt ready sein. Da darf man halt... Wenn man in Killprozenten ist, dann darf man im Grunde so nicht mehr vor Hero stehen. Man muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben und ja, den Laser nicht so predictable schießen. Ja, natürlich alles leichter gesagt als getan. Gar keine Frage. Ich will hier niemanden irgendwie schlecht reden. War trotz allem ein gutes erstes Match. Oh wow, und jetzt kommt Banjo-Kazooie, das freut mich so hart, ey. Ich habe ja jetzt ein paar Monate Pause gehabt im Game und habe, also ich kenne die Moves von Banjo wohl, aber ich habe noch nichts, ich habe noch kein Competitive Match gesehen und bin jetzt sehr gespannt, was für, oh mein Gott, das ist so nice, ey. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, oh, sick. Ich liebe Banjo-Kazooie einfach über alles und ich mag auch Banjo-Tooie übrigens. Ich finde das nicht schlecht. Und gucken wir jetzt mal, was passiert mit Banjo-Kazooie. Ach, diese Moves, ey. Diese Moves. Nintendo versteht es einfach auch sehr gut, diese ganzen Moves und Sounds so zu gestalten, dass ja, das Nostalgia auf jeden Fall aktiviert wird bei der ganzen Sache. Okay, also so wie ich das sehe, versucht Snow mit der Down B zu approachen, so. Also er holt die Granate und ja, und wirft sie dann immer. Interessant. Ist natürlich auch ein interessantes Projektil, was so komisch bounced und was er dann auch noch nehmen kann. Oh, sehr schön. Aber einfach die Raw Fair ins Gesicht. Sloth noch mit 2 Stocks. Oh, wow. Snow hat echt, also ich würde sagen, gutes Movement mit Banjo. Schön abgedeckt. Oh, kommt zurück mit der Side B. Oh, diese Granate. Ja, ja, ja. Das ist besonders ätzend, wenn so,
wenn so ein Projektil einfach so viel rumeiert, im wahrsten Sinne, und dann irgendwann dann doch explodiert. Finde ich auch gegen Snake immer sehr nervig. Ja, Sloth hat hier Probleme, Kontrolle ins Spiel reinzubekommen. Also, Snow versteht es hier sehr gut, so rein und raus zu gehen mit der Range. Also jetzt gerade ist er sehr auf Abstand mit den ganzen Projektilen. Aber man merkt, dass Sloth fehlt so ein bisschen der Gameplan. Ja, oh, rollt rein, wird gepunished. Oh, was zum Teufel? Wie lange diese Attacke draußen ist? Jetzt hat Snow aber keine Side B mehr, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die sich noch auflädt. Nice. Und wieder eine schöne Upsmash. Ja, da hätte er drauf reagieren können. Gucken wir mal. Oh wow, ja. Ja, das ist halt so ein Ding, diese raw, sehr starken Hits von manchen Charakteren. Da muss man, ja, muss man halt drauf gefasst sein. Also man kann halt nicht immer ready sein, aber zumindest so, dass man vielleicht im letzten Moment noch ausweichen kann oder ähnliches. Schönes Follow-up mit den Up-Airs. Wow, okay. Kombos. 44%. Oh ja, natürlich hat es Super Armor. Es sind ja immerhin Unverwundbarkeitsfedern, die da verbraucht werden. Schöne Fairstring. Ich weiß nicht, Sloth könnte vielleicht auch mal versuchen. Oh mein Gott, okay, never mind. Never mind, was er versuchen könnte. Das war's auf jeden Fall. Sehr stark von Snow. Sauber, sauber. Schön.